Hey Leute, ich hoffe mal, ihr hattet schöne Ostern, seid jetzt wieder bereit für die neue Woche, für neue Herausforderungen und vor allen Dingen für eine neue Serie Rocket. Ja, heute mal wieder mit 30 Teilnehmern. Es geht also wieder aufwärts. Es ist ja ein wenig schon das Frühlings- und Sommerloch. Kein Wunder, wenn es draußen so schön ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr zu lange euch zurückhaltet, dann ist irgendwann die Messe gelesen. Also irgendwann müsst ihr hier mal antreten und ja, heute ist es wieder soweit, dass ihr, wenn ihr mich schlagt, euer Startgeld wieder bekommt. So, wir starten mit einem Pik aus Mittelhand. Ich habe nur einen Trumpf, da öffne ich als erstes mal aus der Dame zu dritt, versuche meinem Partner in Hinterhand was freizuspielen. So, falls das geklappt hat, dann ist es wunderbar. Wenn da nichts freizuspielen war, ist es auch okay. Jedenfalls, da jetzt noch 10 und König fehlt, jetzt erstmal keine Veranlassung, die Farbe fortzusetzen, sondern Neublau die nächste Farbe öffnen. Der Alleinspieler weiß jetzt schließlich auch noch nicht, wie die Restkarten stehen. Mein Kreuz Buben hat er natürlich schon gesehen, das heißt, dass die Trümpfe etwas einseitig stehen, das wird er schon erkannt haben. Und hier jetzt ein ganz interessanter Stich. Ich habe ganz offensichtlich das Ass zu dritt des Alleinspielers getroffen. Der hat dann auch lange überlegt und sich jetzt schließlich für Tauchen entschieden, also aus Ass König 8 die 8 gelegt. So, jetzt könnte ich natürlich die Karo 10 fortsetzen, dann kann mein Partner 21 stechen, aber dann mache ich natürlich keinen Stich gegen den König. Und normalerweise bei so einem Blatt in Mittelhand muss er den König im Blatt haben, da hat er viel größere Baustellen, wo er was zu drücken hat, als dass er sich das leisten kann, den Karo König zu drücken. Also für mich jetzt Zeit, mal die Stechfarbe zu suchen. Nachdem Herz und Karo in der Hand sind, vermute ich mal stark, dass es nicht auch noch Kreuz ist. Ja, da kann ich natürlich mich ganz bedeckt halten und war mir doch ziemlich sicher, dass der Alleinspieler hier zuschnappt. Das tut er auch. So, mein Partner taucht noch einmal. Also sieht natürlich aus wie ein Sechstrümpfer. Herz Ass dabei, Karo Ass König Lusch. Mein Partner jetzt noch zwei Trumpfstiche im Blatt, Trumpf Ass und einen dunklen Buben. Ja, und er hat wahrscheinlich dann auch noch die Kreuz 10. Das heißt, ja gut, ist nicht gesagt, aber wo er jetzt so selbstbewusst die Herz 10 ausspielt, vermute ich das. Gut, wenn ein Voller gedrückt ist, können wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber so sollte es was werden. Gut, jetzt ist so eine Situation. Stechen oder abschmeißen, kommt eben drauf an. Wenn er eine Lusche hat, da muss er abschmeißen, wenn er noch eine Kreuzlusche hat. Wenn nicht, dann muss er jetzt eben stechen mit der Dame. Also die 10 darf ich noch nicht legen. Wir kommen dann ja nur auf, also wir kommen dann noch nicht hin. Wir müssen hier noch die 14 Augen anbieten und da fällt das Bild, sodass wir auf 62 Augen kommen. Also den haben wir genau richtig getroffen. Zwei Kreuz waren offenbar gedrückt. Kreuz, Lusche, Dame meine ich. Also wunderbar hinten die vollen freigespielt. Natürlich war es ein super Spiel. Sechs Trumpf mit blanken Ass und Ass König Lusche. Aber es standen die vier Trumpf dagegen. Es stand der Karo Drilling und der Alleinspieler hätte gewonnen, wenn er mit Karo König schnippelt im dritten Stich. Aber da die 8 zu legen, das hat ihn dann eben das Tempo gekostet, dass er nicht ans Spiel gekommen ist und dadurch kam er letztlich zu kurz. Zweites Spiel. Der zweite Spieler steigt ein, beziehungsweise es ist Spieler 1, aber der war eben noch nicht dran und ja, er tauft hier Herz. Da habe ich allerdings wieder Hoffnung, unter anderem, weil der erste Stich quasi der Alleinspieler schnippelt. Jetzt ist natürlich die Pik 10 noch bei meinem Partner. Ich gehe ganz klein ran, damit er auch günstig übernehmen kann und jetzt die Pik 10 eben kommen kann. So, hier haben wir jetzt eine Schlüsselszene im Spiel. Ich spoiler das mal. Ich muss tatsächlich jetzt auf die Idee kommen. Ich finde, das ist nicht ganz so leicht zu sehen, unterzustechen. Wenn ich jetzt untersteche, dann können wir das Spiel mit 60 oder sogar im besten Fall 63 schlagen. Ich habe aber gedacht, dass ich den Herzbuben womöglich auch noch gebrauchen kann. Meinem Partner traue ich immer noch einen Trumpfstich zu, wenn der Alleinspieler die Karo 10 in der Hand hält. Dann kann ich die rausschnippeln. Ja, es war aber tatsächlich so, der Alleinspieler hat hier die 6 Trümpfe und er hat die Karo 10 mit in den Keller gepackt. Dadurch gewinnt er jetzt, weil er die Kreuz 10 bekommen hat. Das war hier schon der entscheidende Volle, der ihm zum Sieg reicht. Ja, unterstechen. Mein Partner hätte dann allen Ernstes mit Trumpf Ass und Kreuz Bube beide Trumpfstiche gemacht. Da gehen dann schön Kreuz Ass 10 rein.
dann hätte es geklingelt. Jetzt schauen wir uns einen Grang an, das Ganze bei 18 ungezwungen, also jetzt kommen vielleicht auch mal die besseren Spiele. Naja gut, immerhin kein Herz, Buben kommen erstmal verteilt, da ist der Spieler sicher erleichtert. Jetzt kommt natürlich der Gang über die Dörfer, Karo Flöte, noch mehr Karos, und da wirft mein Partner Kreuz König ab und ich sehe schon, verdammt, jetzt kann ich den Rest schenken, jetzt wird es wohl nichts mehr geben, denn ja, zwei Kreuz sind sogar noch gedrückt. Ja, hätte ich tatsächlich schon auf die Karo 10 jetzt die Kreuz 10 entsorgen müssen. Einzige Chance, meinem Partner zu zeigen, dass ein Kreuz König halten soll. Ja, das ist ja dann doch, das tust du dann nicht. Dann schon quasi im dritten oder vierten Stich da 20 Augen hinlegen, nur um dann einen Stich zu machen. Da willst du doch letztlich noch mehr. Gut, wir sind im vierten Spiel, mein Auftritt, und ich sage mal Grand Hand. Der ist übrigens nicht unverlierbar, muss man mal dazu sagen. Drei Stiche in der Abgabe, das kann relativ schnell sogar umgehen. Da muss Herz noch nicht mal komplett zu Null sitzen. Das langt, wenn da im ersten Stich, sagen wir mal, 15 fallen und danach auf die Herz 10 dann gewimmelt wird, Kreuz Ass, ja, dann sind es 39 und dann haben wir noch die Pik Lusche stehen. Also diese drei Abgabestiche mit einem Bild, die können schnell mal 60 werden, aber das ist natürlich Theorie und gerade im Rocket, da darf das dann eben nicht so passieren, sage ich mal. Und jetzt haben wir es auch im ersten Stich schon gesehen, da sind in Pik nur 14 gefallen und dann bin ich jetzt schon ganz entspannt, obwohl 21 Herz fallen, erst 35 liegen, ein kleiner Herzstich noch. Und Grand Hand ist gewonnen. Also über so eine kurze Distanz, sage ich mal, muss ich dieses Risiko eingehen. Ja, im Punktspiel hätte ich da wohl eher schon mal wieder reingeschaut, gerade wo auch noch eine 18er Gegenreizung war. Und jetzt kommt gleich hintereinander der nächste Grand Hand. Also Spieler 1 hat sich da ein Beispiel genommen und lässt auch einen Grand Hand los. Da hast du natürlich erstmal gar nicht so Hoffnung, wenn das Ganze wie hier jetzt auch bei 18 ist, also völlig ungezwungen. Und jetzt schaut euch das mal an. 21 in Karo getroffen. Kreuz nochmal 21 auf 42. Ja, also wenn er jetzt noch drei Kreuz in der Hand hat, dann wird er wohl nicht gewinnen. Da kommen wir auf 59. Ja, einen Stich bräuchten wir wohl noch. Hat er mich da in Kreuz linken wollen? Das probiere ich gleich mal aus. In Herz ist ja wohl sowieso kein Stich mehr draußen, wo mein Partner noch die Lusche abgeworfen hat. Also entweder der Stich muss noch gehen, oder mein Partner muss noch einen machen. Aber das wäre dann ein verdammt schwacher Grand Hand. Nee, er hat noch die Herzlusche und gewinnt genau mit 61. Also der Grand Hand war tatsächlich eine kleine Nuance noch schlechter als meiner. Er hat auch eine Lusche blank in der Hand, so wie ich. Er hat auch Lusche Dame in der Hand, so wie ich. Nur statt Ass 10 König hat er sogar nur Ass 10 Lusche. Gut, dafür noch ein weiteres Ass, aber potenziell kann er natürlich auf Herz noch den vierten Stich abgeben. Das wäre ihm dann nicht bekommen. So aber, schöne Batterie sehe ich gerade. 96, 96, 96, kleine Treppe, herrlich. So können wir natürlich arbeiten. Mein Mittelhandauftritt kann zumindest erstmal nicht groß was verkehrt machen. Mit dem Blatt kann niemand reizen oder kann niemand beim Skat was gewinnen, sage ich jetzt mal. Lehne ich mich mal aus dem Fenster und ich sehe auch schon, draußen wird es schon wieder dunkel. Gönne ich mir und uns noch mal ein wenig Licht. Es werde Licht, es werde Grang bei 33 und ich habe zwei Buben dagegen. Na, den gucken wir uns doch jetzt mal genau an. Und dann, ja, der Alleinspieler hat natürlich sicher in den nur zwei Buben, das heißt eine kleine Kürze in den Buben. Er wirft jetzt sogar auf Kreuz 10 ab, auf ein volles. Ja, um vielleicht lieber angespielt zu werden, schon ungewöhnlich. Also 25 Augen. Gucken wir mal, ob. Oh, und mein Partner hat noch ein Ass, sogar Pik auch noch. Naja, dann hat der Alleinspieler wohl nur die beiden oberen Buben und ansonsten jetzt rote Karten noch im Blatt, das ist offensichtlich. Ja, Pik Ass wird gestochen. Gut, dann ist es ja jetzt klar: Herz Dame kommt blank, also drei Herz dabei.
Und dann natürlich noch das Karo Ass bestellt. Ja, wenn er mich jetzt in Herz einspielt, dann kann er meine Karo 10 angeln. Das ist sicher auch schon zu erkennen. Karo Lusche wurde abgeworfen von Spieler 1, blank, und jetzt Pik-Abwurf. Also mein Partner hat nur noch Pik und Kreuz in der Hand, ich logischerweise die roten. Okay, er hat lange überlegt und dann das Karo Ass gespielt. Das weiß ich nicht, ob er sich da nicht verkalkuliert hat, ob er da auf dem Bild spekuliert hat von Spieler 1, was ja nicht kommen kann. Auf jeden Fall, er hätte meine Karo 10 bekommen können. So hat er nur den König bekommen. Ich habe Rest. Nun bin ich mal gespannt. Nee, war knapp und hat nicht gelangt. 59 Augen. Ja, das ist bitter, das ist ärgerlich. Da wäre mehr drin gewesen, denn hat er nicht ganz präzise zu Ende ausgerechnet, und das ist natürlich dann ein Blattschuss, den du nicht verkraftest auf so eine kurze Distanz. Also den verkraftest du im Prinzip sowieso nicht. Das Spiel war ja mit nur zwei Farben immer ein bisschen an der Grenze, aber es gibt dann eben häufig mal eine Lösung, die war hier auch schon zu erkennen, die musst du dann finden. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem Spiel, Spiel 7, kurz nach Hälfte. Also ich kann mich wunderbar über die anderen mokieren. Jetzt muss ich erstmal selber liefern, denn ich habe drei Buben, ich habe ein Ass, ich habe kein Herz, bin in Vorhand noch die Kreuz 10, 0 gehalten, auf jeden Fall von Mittelhand. 0 gucke ich mir natürlich nicht an, aber jetzt kriege ich noch von Hinterhand eine, von Spieler 1 eine 24er Reizung. Ja, habe ich jetzt auch gehalten. Ich denke, naja, wenn der eine 0 reizt und der andere vielleicht dein Herz ohne Vieren oder sowas oder Herz-Hand, muss ich halt eine gute Karte finden zum Grang. Wollte jetzt also sowieso auf Grang durchziehen, aber kriegst jetzt für 24, und das ist irgendwie, finde ich, kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Wir gucken und finden absoluten Schrott. Eieiei. Ja, Himmel hilf, was sollen wir jetzt machen? Bei 24 jetzt den Kreuz? Nee, also irgendwie. Das kannst du ja vergessen. Ich sag mal so, dann sogar lieber Flucht nach vorne und den Grang jetzt raushauen. Ist kein schönes Spiel, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Also der müsste jetzt sehr, sehr glücklich laufen. Ich schleppe jetzt sogar die Kreuz 10, weil Spieler 1 die 24 geboten hat, in der Hoffnung, dass der das Ass dann gleich auf den Tisch legt. Und ich dann, naja, gut, also wir müssen gucken. Es ist kein schönes Spiel. Viel, also mehr als 20% Chance gebe ich dem eigentlich nicht. So, und da fliegt Karo Dame auf Kreuz Buben. Das überrascht mich schon, muss ich sagen. Denn die ist ja offensichtlich blank. Und Spieler 1 sollte ja schon die ganzen Kreuz haben. Jetzt hat er also auch noch Karo Ass 10, 7. Gut, nützt nichts. Mein Karo König, den muss ich mir irgendwie hochspielen. Diesen einen Stich will ich wohl machen. Ja, dann kann ich ja nur hoffen, dass Spieler 3 in meinem Sinne wimmelt. Ja, Kreuz Ass ist natürlich gut. Und jetzt kommt aber hier auch sofort die Karo 10 hinterher. Gut, damit steht mein Karo König. Gar nicht mal so schlecht, wenn er jetzt natürlich noch Kreuz König wimmelt oder Pik 10. Nee, er wimmelt Herz Ass. Eieieiei. Das sind 43 Augen. 43 Augen. Gut, jetzt, wenn ich Herz 10 im Angebot kriege, nee, kriege ich aber nicht. 43 Augen, und es fehlt noch Pik 10 und es fehlt noch Herz 10. Ich gebe noch einen Kreuzstich ab und einen Pikstich. Ja, ich muss sagen, ich habe das hier jetzt nichts rein oder rausgeschnitten. Ich habe an dieser Stelle jetzt wirklich sehr lange überlegt, wie ich das Spiel noch lösen kann. Wenn ich zwei Stiche abgebe, werde ich es verlieren. Also muss ich irgendwie versuchen, in eine Gabel zu kommen. Ich habe überlegt, ob ich erst noch Buben abspielen soll. Aber es langt ja sogar Kreuz Dame, König und die Herz oder Pik 10 schon auf 60. Also wenn ich noch Buben spiele, dann fliegen da die kurzen Luschen noch raus, vielleicht in Kreuz oder in Pik. Und dann verliere ich sogar, wenn ich nur einen Stich abgebe. Nach langer Überlegung habe ich dann aber tatsächlich noch eine Idee gefunden, zumindest wie das Spiel stehen könnte, sodass ich es gewinne. Ich muss jetzt auf Pik 2-2 gehen, also Pik oben unten, und dann hoffen, auch wenn es der Reizung widerspricht, die Reizung hat irgendwie was ganz anderes angedeutet. Jetzt haben sie 53, Pik stand also 2-2. Ich bin in Hinterhand, wie ich es wollte, und da kommt Kreuz König, denn Spieler 3 hat nur noch Kreuz. Der Mann hatte 5 mal Kreuz tatsächlich, deswegen auch sofort die Kreuz-Ass-Wimmlung. Und ich gewinne das Spiel. Ging jetzt am Ende tatsächlich auch nur noch so. Ja, ungewöhnlich die Reizung. Links, der die ganzen Kreuz hat, hat nur 23 geboten. Rechts, der gar kein Kreuz hat, hat jetzt 24 gereizt. Muss man nicht alles verstehen. Ich bin im Rennen. Ich bleibe im Rennen. 324. Ist mein zweites gewonnenes Spiel.
Ja, dann einmal durchschnaufen, das ist auch schön, das ist hier gar nichts. Spieler 1 haut jetzt hier seinen zweiten Grand Hand in kürzester Zeit auf den Tisch, also der bekommt auch Material, kann man nicht anders sagen. Da lässt er mich natürlich womöglich ein bisschen alt aussehen. Ich muss kämpfen für so einen einfachen Grand, wenn ich dann irgendwie ins Ziel geschleppt habe und da wird der nächste Grand Hand rausgerotzt. Ja, der wird doch wohl mit rein sein, wie soll das Spiel jetzt anders sein? Der wird mit rein sein und da ist der Rest und dann ist das Ding sogar Schneider, Ganghand mit rein, Schneider. Auf 490 stürmt er davon, eben war ich nach vorne, aber das ist ja schwer zu halten. Gut, also jetzt, wir sind ja schon auf der, biegen schon auf die Zielgerade der Liste ein. Wenn ich Spieler 1 noch greifen muss, muss ich ein bisschen was tun. Ja, 18 geboten, aber sagen wir mal so, ist ein bisschen dünn hier. 5 Trümpfe ohne 5 mit noch 4 weiteren Abgabestichen. Wow. Mehr wie 18 kann ich da nicht bieten, denke ich. Jedenfalls nicht, wenn mir mein Leben lieb ist. Also gucken wir mal, ob wir mit dieser Farblänge in Herz und dem kurzen Peak, ob wir den Alleinspieler irgendwie attackieren können. Sieht aber nicht gut aus. Der spielt einen Gang, der zieht schon wieder gar keinen Buben, sondern klärt gleich Peak. Hab jetzt auch kein besonders gutes Nachspiel. Herz steht 1:1. Dann muss ich doch mal meinem Partner einen Buben zutrauen. Das hat schon mal hingehauen. Also wir stehen auf 29. So, er geht über die Dörfer. Wer weiß, wenn mein Partner vielleicht sogar noch den Karo Buben hat, wenn es also ein sehr schlechter Gang war, dann könnte er jetzt stechen, mich in Karo rüberspielen und wir haben Rest. Deswegen will ich ihm das also schon schmackhaft machen mit dem Herzkönig, aber so ist es nicht. Karo Bube beim Alleinspieler, es ging hier nur um Schneider. Mein Partner hält zu Recht den Pikstich fest. Gut, war natürlich schon glücklich, dass es Pik Ass blank steht bei mir, aber vertretbar. Okay, 4:0, der Mann ist davon gestürmt auf 588, nur noch 3 Spiele nach und 250 Punkte aufzuholen. Jetzt muss natürlich was passieren und da passiert was und da liegt drin, ja herrlich, ja, ja, ist das nicht schön. Das waren natürlich 2 goldene Uhren gefunden, ein Grang. Buben muss ich, denke ich, ziehen, sonst kann ich natürlich mehr als maximal 2 Stiche abgeben. Es geht ja hier nur um Schneider. Und die Karte, die ich jetzt natürlich überhaupt nicht sehen möchte, ist welche? Pik möchte ich nicht sehen, denn wenn jetzt kein Pik fällt, dann kann ich im zweiten Stich Pik Lusche spielen und werde gegen jede Pik 3:1 Verteilung oder 2:2 Verteilung das Spiel Schneider spielen. Nur gegen Pik 4:0 wäre dann noch schneiderfrei möglich, aber es fällt die Pik 7 und damit brauche ich jetzt natürlich Pik nicht mehr anfassen. Wenn der jetzt 3:0 steht, brauche ich ihn nicht mehr unter durchspielen, dann können da auch sofort 15 Augen fallen und ich habe noch die Karo Lusche. Also erstmal Herz gucken und da fliegt Pik Dame, damit ist natürlich wieder alles klar. Pik steht nicht zu dritt dagegen, also kann ich jetzt sogar vielleicht Schneider schwarz spielen. Schneider ist jedenfalls sicher, da ich nur maximal die Karo Lusche abgebe. Ja, es ist natürlich nur eine kleine Chance. Man muss es auch nicht machen, aber online geht es ja schnell. Da ziehe ich noch eben die Karten runter. Manchmal kommt es ja dann doch vor, dass jetzt beide Spieler die falsche Farbe halten, dass beide sich auf Kreuz einschießen aufgrund von irgendeinem Missverständnis. Ich glaube es eigentlich nicht, aber der Versuch bringt ja keinen um. So, machen Sie Ihren Stich. Bin ich wieder rangerobbt mit 120 Augen hinterher, auch auf schon fast 500. So, das könnte meine Chance sein, an Spieler 1 vorbei, wieder anzuschließen, aber es ist natürlich auch alles andere als ein Gedicht, was ich hier habe, 22 rausgequält, vielleicht eher, kann ich wohl vielleicht sogar glücklich sein, dass Spieler 3 die gehalten hat. Im 12. Spiel kommt meine nächste und dann meine letzte Chance, Spieler 1 noch zu greifen. Jetzt gönnen wir Spieler 3 auch nochmal, ja, den Ehrentreffer, sagt man vielleicht beim Fußball, zumindest das Vergnügen, hier auch mitspielen zu dürfen. Ja, ich denke, ich muss den Stich noch nicht unbedingt rausnehmen, ist ja ein Trumpfstich, und während ich so warte, überlege ich schon, ja, was machst du, wenn jetzt Pik kommt? Was machst du mit Pik Dame? Tja, aufgrund der 22er Reizung weiß natürlich der Spieler auch, dass ich Pik lang habe, und ich habe mir noch so gedacht, na, wenn es ein schwaches Spiel ist, vielleicht
will er mich sogar anmeiern und hat Pik 10 blank in der Hand oder den Pik König. Also ich gehe da rauf mit dem Ass und damit gibt es hier einen satten 25er Stich für den Alleinspieler. Der wechselt auf die Beikarte. Ja, die Karo 9 kam so schnell, gefühlt ist die irgendwie blank. Da kann ich also durchaus einmal rausbleiben. Ja, so ist es auch. Karo 4er-Zug beim Alleinspieler, dann ist die 10 garantiert im Keller, aber dadurch, dass ich einmal mich geduckt habe, kann ich jetzt hier die Pik 10 einsammeln. Und damit kann ich jetzt natürlich Pik fortsetzen. Der König fehlt noch. Ah, der ist auch nicht gedrückt. Das hätte ich natürlich lieber gesehen, dass hier jetzt mein Partner überstechen kann. Jetzt muss er noch mal bedienen. Und Herz hat der Alleinspieler auch noch. Ei, das war ja gar kein gutes Spiel. Dann denke ich mal, wird er wohl 20 im Keller haben. 20 gedrückt, Herz 10, Karo 10. Ja, wenn er den Alten noch hat, oh, das ist ganz knapp, 20, was hat er dann? 45, dann die 8, 53. Ich glaube, wenn er den Alten noch hat, dann wird er gewinnen. Dann wird er gewinnen. Wir stehen erst auf 55, aber wir kommen nur auf 59, der Alleinspieler. Dann hat er gut gespielt. Angelt sich hier mit dem Kreuz Buben noch das letzte, das fehlende Auge auf 61. Also das ist natürlich ein schönes Beispiel, wie man mit dem Steuermann, mit dem Kreuz Buben das Spiel ein bisschen dirigieren kann. War natürlich kein gutes Spiel, 5 Trümpfe und kein Seitenass, aber 20 Augen im Keller und er kriegt in Pik die 25 gestochen. Ja, trotz alledem ein sehr schönes Spiel, das wollen wir ihm gönnen. Nicht, dass er damit uns noch groß einholen kann, aber das war doch ein netter Abschluss für ihn zumindest. Und jetzt kommt das letzte Spiel, da muss noch was gehen. Wie viele Punkte bin ich zurück? 88 und 6. 94 Punkte bin ich zurück. Ja, das bedeutet 44 aufwärts sollten es werden, ne? So, 44 aufwärts, um Spieler 1 zu schlagen. Naja, ich reize mein Kreuz, aber ich komme nicht ran. Spieler 1 hält. Gut, dann ist meine beste Chance vielleicht, wenn Spieler 1 ein Spiel verliert, dann soll er vortragen. Gut, und wenn er es gewinnt bei 5,88, dann hat er ein Riesenergebnis gespielt. Dann werden wir ihm auch gratulieren, aber erstmal muss er das noch beweisen, dass er jetzt eine Gewinnhand vorzutragen weiß. Und er überlegt lange, dass, ja, das wird hier registriert. Es scheint nicht so, dass er da ein 7 Trümpfer Herz oder Karo ohne 2 mit Seitenass hat. Das wäre dann vermutlich schneller gegangen. Ist zumindest jetzt so mal meine Interpretation. Ihr seht das, ich habe hier nichts rausgeschnitten. Es ist wirklich reine Bedenkzeit. Die Zeit läuft da oben rechts auch bei Spieler 1. Man sieht die Uhren, die Sekunden runterlaufen. Ja, ich gehe mir gerade noch mal sonst ein Käffchen holen in der Zeit, ne? Na gut, ich trinke keinen Kaffee, ehrlich gesagt, aber ein Wasser. So, Grang wird gespielt. Und er geht über die Dörfer. So, was ist das jetzt für ein Grang? Also, drei Buben hat er natürlich nicht, sonst wird er nicht über die Dörfer gehen, sondern mal einen Buben spielen, vermute ich, wo er Herz, Ass und 10 hat. Das könnte schon ein Problem-Grang sein. Kann sogar sein, dass er eine Fünferlänge Herz dabei hat, also Herz 10 darf ich hier aus meiner Sicht auf gar keinen Fall stechen mit dem Kreuzbuben. Oh, jetzt kommt aber Karo Ass und jetzt hängt es natürlich hier. Mit dem Alten zuerst zu stechen ist immer nicht so schön, wenn der Alleinspieler jetzt zwei Buben hat, sagen wir mal Pik und Karo Bube oder die Mitteljungs, dann gibt er danach natürlich keinen Bubenstich mehr ab, kann stechen, den letzten Buben bei meinem Partner abholen. Andererseits, ich habe auch schon Grang ohne 4 gewonnen gesehen, wo dann ich jetzt hier mit dem einen Buben nicht stechen will, werf ab, werf ab, werf ab, am Ende hat mein Partner noch drei Buben. Also jetzt ist es unübersichtlich, aber ich habe auch drüber nachgedacht, aber dann habe ich gedacht, okay, doch, zwei Bilder hat er schon von mir bekommen, jetzt muss ich den vollen mal verhaften, auch wenn ich natürlich jetzt nicht das optimale Nachspiel habe, beziehungsweise, ja, die Karte ist immer noch nicht so ganz klar. Jetzt fängt mein Partner an zu überlegen. Und dann habe ich wohl doch nicht so gut getroffen hier mit der Kreuzdame. Mein Partner sticht mit Herzbube, okay. Herzkönig dürfte jetzt eine Standkarte sein.
Ja, wahrscheinlich hat er Alleinspieler keinen Pik, aber an das Pik Ass kommt er ja sowieso nicht ran. Ich kann also ruhig erstmal die Kreuz 10 verladen, dann wird mein Partner schon Pik spielen. Die Frage ist jetzt eigentlich, hat mein Partner noch einen Buben? Irgendwie habe ich das Gefühl schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Ein Pik, wenn mein Partner keinen Buben mehr hat, dann wird uns wohl der volle fehlen. Denn Karo 10 muss ja beim Alleinspieler sein. Dann müsste mein Partner jetzt Pik 10 anbieten, damit wir überhaupt genug Augen hinlegen. Also er muss schon noch den Buben haben. Mein Partner braucht noch Pik Bube. Ja, das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich habe ein gutes Gefühl und da ist das Spiel hinüber. Es ist geschlagen. Ein Grang ohne 3. Oh, das ist bitter für den Alleinspieler. Mensch, der hat doch volle ohne Ende. Herz Ass 10, Karo Ass 10, Kreuz Ass und die Pik 10 im Keller dazu, Karo Bube. Ich frage mich, warum hat er denn nicht einen Buben aufgespielt bei so einem Spiel mit so vielen Vollen? Ich glaube, das wäre für ihn deutlich besser gewesen, wenn er da einen Buben spielt, dann hat er viel bessere Kontrolle über seine Vollen, kann Pik 10 immer noch drücken und dann kann ihm ja nur ein Voller abgestochen werden. Gut, klar, das kann auch andersrum sich entwickeln, dass auf den, er hat ja dann keinen Buben mehr, dass dann Pik vielleicht zu viert steht oder sogar zu fünft und alles Mögliche abgeschmissen wird, aber ein Tod musst du sterben bei so einem Ding, bei so einer Gegenreizung von 24, also ich glaube, den Buben hätte ich gespielt. Gut, nun haben wir den Endstand. Für mich natürlich glücklich. Eine Kirsche sehr, ja, mit sehr viel Dusel gewonnen. Hier jetzt mit ein wenig Glück nochmal von der Seite 40 bekommen. Spieler 1 damit noch überholt und heute also mal wieder ausnahmsweise, kann man in letzter Zeit ja sagen, ausnahmsweise den Tisch gewonnen. Damit sage ich Tschüss, wünsche euch noch eine frohe Woche und wie immer, gut Blatt.